Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Jo, was machen wir nun? Den nächsten Meilenstein können wir eigentlich schon machen. Ein bisschen Platz haben wir ja. Alternativer Flüssigkeitstransport hat jetzt nicht so die hohe Priorität. Passt. Das und das. Kunststoff kriegen wir auch zusammen. Motoren haben wir genug. Okay, das reicht noch nicht. Das geht sich noch um zwei nicht aus. Aber wir haben ja hier noch welche. Bitteschön. Ah, wir müssen die modulare Rahmenproduktion einmal verstärken. Hier daher. Der bekommt zu wenige Eisenplatten. Ne? Warum kriegt er so wenige Eisenplatten? Wir haben ja hier alles, was sie brauchen. Oh ja, hier mangelt es auf jeden Fall. Der braucht 6 pro Minute, der liefert 5 pro Minute und davon geht hier natürlich auch noch unter manchmal was weg für die Rotoren. Nein, nicht für die Rotoren, sondern für die intelligente Beschichtung. Jo, na gut. Das heißt, wir haben schon hier auch ein Problem. Es ist leider äußerst schwierig, hier vernünftige Produktionslinien hochzuziehen, weil die immer so groß werden und so aufwendig. Gut, holen wir sie mal Kunststoff. Hat er schon die zweite gebrauchen. Passt. 9 Stück. Passt perfekt. Ups. Man. Hey! Oh! Kunststoff ist doch nicht so einfach. Aber gut, dann haben wir hier gleich mal das nächste, was wir machen können. Die Ölverarbeitung upgraden. Das... Ja, scheiß auf den Kunststoff. Das ist offensichtlich gerade ziemlich nötig. Produktion. Raffinerie. Wir brauchen auf jeden Fall... Okay, wir haben hier alles dafür. Offensichtlich. Ich weiß nicht, ob wir 4 bauen werden, aber auf jeden Fall ein paar. Weil wir brauchen mehr Kunststoff. Und wir sollten dann auch gleich mal versuchen, eben Treibstoff herzustellen. Erstens fürs Jetpack werden wir das brauchen. Und zweitens... Ach ja, wir haben ja hier schon noch mehr Kunststoff. Hier kommt nichts raus. Oh oh, da ist was nicht in Ordnung. Warum arbeitet der nicht? Oh, oh, wir haben zu viel von diesem Altöl da, oder wie das heißt. Ölreste. Schwerölrückstand. Oh, wir verbrauchen zu wenig Energie. Das heißt, wir sollten Kohlegeneratoren hinten abziehen, damit wir hier mehr Petrolkoks verwenden, weil wir hier offensichtlich voll sind. Okay, immer die Frage, was können wir mit dem noch machen? Wir können das... Nee, das ist nur ein
Beiprodukt. Resttreibstoff. Wir können Resttreibstoff daraus herstellen. Okay, dann werden wir das machen. Beton haben wir Gott sei Dank hier auch mit. Das ist das Frische. Schauen wir mal, wie wir das da herbringen können. Und noch eine Raffinerie. Mir so arg um. Ja, das ist natürlich blöd, wenn wir den nicht abreißen können. Wobei, ich meine, können schon, aber also, dann ist er halt leer, ne? Aber das ist jetzt natürlich a Schaß. Aber gut, da werden wir nicht drum rumkommen. Das muss weg, das muss weg. Und wir müssen den da oben anhängen. Das heißt, wir bauen hier ein Fundament hin. Oder nicht. Mit genügend Freiraum. Apparently. So, du kommst von da hinten. Und gehst da nach hinten. Da hier machen. Jawohl. Das ist zu hoch. Okay. So, das muss weg, das muss weg, das muss erstmal alles hier weg. So. So, Pipeline. Hier gleich direkt das Kreuz draufsetzen? Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Mann. Gut, gut, dass sie uns das nicht schwer machen. Rohr ist zu lang. Auch das noch. Was ist das so? Alter, das ist jetzt aber schon nervig, ehrlich gesagt. Ne? Hier. Natürlich nicht. Gecko. Ja, die werden gerade das Schweröl nicht los, deshalb geht auch nichts. So, das können wir mal machen. Ah ja, jetzt können wir da das Kreuz draufsetzen. Das Problem ist nur, jetzt hilft das noch nicht ganz, weil wir müssen ja doch den da anhängen. Das heißt, wir können sagen, den da drauf und den hier drauf. In Theory. Das muss weg. Noch eine Kreuzung. Und schon fühlt es sich hier. So, müssen wir nochmal den da irgendwie hinbekommen. So. Eine Kreuz. Ja, genau so. Resttreibstoff. Ja, das Ding da, ja, da brauchen wir mal dieses Polyharz, das was wir halt noch nicht haben. Aber das können wir machen. Also da hat noch kein Strom, deshalb nimmt er natürlich nichts an. So. Gut, jetzt
jetzt bekommen wir hier Treibstoff raus und das müssen wir halt in irgendwelchen Tanks natürlich lagern. Potenziell weiter weg hier irgendwo, ich weiß nicht. Das ist jetzt die Frage, ne? Wohin mit dem Schas, weil du kannst es ja nicht nehmen. Ah, warte mal, was ist, wenn wir es abfüllen? Was ist, wenn wir das abfüllen? Was braucht man dafür? Zu teuer, natürlich zu teuer. Wie immer. Wenn wir das nämlich abfüllen, dann können wir es leichter irgendwo hin transportieren, um es zu lagern. Anstatt dass wir es halt in irgendwelchen Tanks haben, wo dann alles weg ist, wenn wir den abbauen. Beziehungsweise schauen wir gleich mal, ob das, was wir eigentlich machen wollen, überhaupt so funktioniert. Weil wir brauchen da Stuff. Das ist schon mal nett da. Wir brauchen einmal Kanister, glaube ich. Habe ich gesagt, keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht. Auch hier sind keine Kanister. Wo kriege ich die her? Weil ich fürchte, ich werde zwei Maschinen dafür brauchen. Einmal müssen wir Kanister herstellen wahrscheinlich und einmal müssen wir sie befüllen. Oder? Oder auch nicht. Achso, das können wir ja noch nicht. Das ist ja, was wir gerade erforschen. Deshalb geht es noch nicht. Abgefüllter Treibstoff. Okay, nein, die Kanister brauchen wir. Doch, die brauchen wir selber. Da, leere Kanister. Die müssen wir unter Ver- und Entpacker. Okay. Ah, und dann haben wir auch einen größeren Puffer hier. Also, ich scheiße, das ist das Einzige, was wir noch brauchen. Ist genau das. Kunststoff. Genau das, warum wir das überhaupt machen. Unter anderem. Können wir nämlich auch die Treibstoffgeneratoren vorbereiten. Zwei können wir schon mal andenken, sozusagen. Problem ist halt immer noch jetzt der Kunststoff, von dem wir viel zu wenig haben. Ja, das ist schon mehr, aber das reicht noch lang nicht. 40. Nein, das war ja ein Viertel von dem, was wir brauchen. Ein paar Schnecken wären vielleicht auch mal wieder gut. Durch, aber ein bisschen was haben wir ja schon zusammen. Oh, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Rip. Da kommen die nächsten. Mehr Kunststoff muss her. Wir haben es fast, wir haben es fast.
Oh, wir haben schon außerdem. Passt. Fluids can now be packaged to allow for transportation via vehicle and conveyor belts. Additionally, highly improved biofuel can now be produced. Okay, drei nur. Passt. Nicht so tragisch. Warte mal, was hat er gesagt mit Biofuel? Ah, abgefüllter Biotreibstoff. So. Kanister, der braucht Kunststoff dafür, das heißt, das müssen wir auch dorthin bauen. Aber jetzt, wir bauen noch ein paar Sachen mit. Biotreibstoff ist natürlich auch interessant, falls einem das Öl ausgeht. Das ist natürlich auch durchaus eine Alternative, statt die Biotreibstoffgeneratoren da hinten zu verwenden, die wir seit den Festen verwenden. Ne? So, mal konzentrieren, was ich da eigentlich mache. Da ist der Container. Ja, stattdessen ganz einfach den zu verflüssigen. Ne? So viele modulare Rahmen haben wir noch nicht. Wofür sind die überhaupt? Ah, die sind dann für die Generatoren, ne? Die brauchen 10 Stück. Krass. Krass teuer. Kunststoff und Gummi kriegen wir dort. Und Turbodraht brauchen wir noch nicht. Gummi brauchen wir nicht viel, Gott sei Dank. Alles davon. Wie viel können wir noch verwenden? Ja, die haben wir brav produziert. Hallo? Mann, hallo, da sind wir. Danke. So, Organisation. Wow, das Ding ist groß. 2400 Kubikmeter, dann haben wir vielleicht doch lieber einen kleinen, also nur zum Zwischenlagern, einfach nur als Puffer. So. Dann. Schauen wir mal. Ver- und Entpacker.
Der muss da oben. Das reinbekommen. Den Treibstoff. Dorthin, okay. Nee, eben genau nicht. So. Das Problem ist jetzt gerade, was mir einfällt. Was macht denn der Kanister? Achso, nein, warte, blöd, weiß man schon. Der macht die Kanister aus Kunststoff. Okay, passt. Ich frage mich nur, wie schnell produziert denn der? Der braucht 40 pro Minute und der macht 60 pro Minute. Alles klar. Gut, dann müssen wir über den Kunststoff da herführen. Es geht hier nur um Kanister, das sollte jetzt hoffentlich nicht allzu viel sein. 30? Oh man, der braucht 30. Ich frage mich, ob man die Kanister eigentlich zurückbekommt. Ich meine, der haut 20 pro Minute raus, das ist nicht viel. Ja, wir müssen unbedingt die Kunststoffproduktion da oben noch weiter ausbauen. So, jetzt brauchen wir hier einen Splitter. Nicht sonderlich weit kommen. So. Da ist schon wieder Schluss. Da wird schon wieder aufgesplittet. Wo führen wir denn das hin? Was machst denn du eigentlich hier? Okay, der sammelt. Der sammelt uns hier den Gummi. Das ist ja sehr schön, leider gerade blöd. Was ist mit dir da? Oh, da haben wir auch jede Menge Kunststoff drinnen. Der Part ist auch schon zu Ende. Gut, Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.